Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Train Sim World 4, 5 hier auf meinem Kanal. Wir haben noch eine Einführung, wir haben sogar noch zwei Einführungen hier auf der deutschen Strecke zu machen, nämlich die 423. Damit beginnen wir heute und dann werden wir in der regulären Folge dann heute eine S-Bahn fahren, relativ kurze Nummer wird das dann. Jetzt sogar mit QR-Code hier. Ich benutze heute zum ersten Mal die Vollversion, also die normale Version, nicht mehr die Ambassador-Version. Deswegen haben wir jetzt hier neue Hintergrundbilder, was ich ein bisschen dämlich finde, weil die von der Farbgebung her so sind, dass man die Tipps gar nicht mehr lesen kann. Nicht so cool. Okay, 423, dann heute das Thema, die S-Bahn-Variante der 425. In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb des DB-BR 423 Elektrotriebzugs geführt. So, es gibt wohl einige von euch, den Richtungsschalterschlüssel ein, um zu beginnen. Die das Problem haben, dass es wohl die S-Bahn München-Variante wohl nicht mehr gibt. Das müsste ich selber mal herausfinden, ob das noch so ist. Machen wir noch. Stellen Sie den Richtungsschalter auf Vorwärts. Dieser gibt... Stellen Sie die Zugspitzensignale ein, um anzuzeigen, dass diese Einheit betriebsbereit ist. So, auf Fernlicht soll ich die sogar stellen. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Normales Licht reicht, würde ich sagen. Öffnen Sie. So, also, wir lassen unser Testpersonal, welches nicht vorhanden ist, erstmal einsteigen. Auch eine Geschichte, die immer schlimmer wird mit den Fahrgästen, die fehlen. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Der Zug ist jetzt bereit zur Abfahrt. So, dann wollen wir mal. Drücken Sie den Hebel von sich weg, um die Bremsen zu lösen und die Leistung zu erhöhen. So, 60 km/h sollen wir erreichen. Können wir den Hebel ruhig auf den Tisch packen. Das sollte hier ohne weiteres möglich sein. Ich bin mal gespannt, was uns jetzt noch so Schönes erzählt wird dazu. Sie verlasse ich mal weg, wir sind auf dem Testgelände unterwegs. Nachdem Sie nun etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, können Sie den Kombihebel in die Ausposition bringen, um den Zug... Machen wir. Auf ebenen Strecken können Sie die Geschwindigkeit beibehalten, um den Energieverbrauch und die Belastung der Motoren zu verringern. Achten Sie beim Ausrollen immer auf die Steigung, denn Änderungen können dazu führen, dass der Zug schneller oder langsamer wird. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Sie nähern sich dem nächsten Bahnhof. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Also große Erklärung kriegen wir hier nicht. Ist auf dem kleinen Ring auch immer ein bisschen schwierig. Müssten wir zwei Runden fahren, damit er auch mal ein bisschen was zu den Zügen erklären kann. Ja, 423, ey, das ist echt kein schwieriges Fahrzeug, Leute, ne? Also Triebzüge in Deutschland allgemein, die sind relativ bedienungsarm. Selbst die ICEs, die sind hier relativ easy. Aber Bremsen ist bei dem Fahrzeug auch gut in der Realität. Ja, gelegentlich mal ein bisschen schlechter, wobei die 425 da nochmal eine schlechtere Bremswirkung hat. Die sind ja hier bei uns im Rhein-Neckar-Kreis zumindest mal mit Magnetschienenbremsen nachgerüstet worden. Schließen Sie die Türen und fahren Sie ohne Anleitung zum nächsten Halt. Das kriege ich wohl hin, oder? Einmal halb im Kreis fahren. Dann gehen wir nachher S-Bahn fahren. Aber die S-Bahn-Fahrten, ne, alle unter 20 Minuten. Ich glaube, die längste ist sogar nur 14 Minuten. Also das wird heute eine relativ kurze Geschichte. Am Wochenende habe ich mal wieder so ein bisschen gar nichts gemacht. Beziehungsweise ich war auch auf dem Fußballspiel. Lautern gegen HSV. Da auch nicht viel Zeit gehabt, weil ich auch erst aus München wiedergekommen bin am Freitagabend. Oder Freitag oder Samstag früh, muss man eigentlich schon fast sagen.
Ja, der Weichenkasten zeigt mir die verkehrte Weichenstellung an. Hat sich aber gedreht, als wir darauf zugefahren sind. Auch nicht schlecht. Der Bahnübergang ist auch kaputt. Auf dem Festgelände. Zweite Punktlandung. Türen auf. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Jetzt werde ich, bevor ich das Video starte, nochmal kurz was nachgoogeln, aber das soll euch nicht interessieren. Ich hoffe, ihr hattet in diesem kurzen Video nochmal ein bisschen Spaß mit mir. Freut euch dann jetzt um 18 Uhr, wenn es dann weitergeht mit dem mit einer Fahrplanfahrt. Ist es ja Szenario mit der 423 haben wir nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber das können wir auch gerade nochmal im Hauptmenü nachschauen. Ich google hier gerade mal in der Zeit nochmal was, was ich gleich wahrscheinlich gebrauchen könnte. Ist für euch jetzt erstmal nicht relevant. Aber, nee, alles richtig. Okay, gut, wunderbar. Dann gucken wir nochmal kurz. Aber ich meine, mit der 423 gibt es kein Szenario. Fragt man sich natürlich, warum man da wieder eine Einführung braucht. Gehen wir mal zu den Zügen. Dann gehen wir in die Strecke auswählen. Dann haben wir die Fulda-Strecke. Und dann gehen wir mal auf die Szenarien. Dann haben wir hier Vectron. 193 Flixtrain Vectron. Die DB Vectron einmal 114. Die müssen wir auch nochmal uns anschauen. Die haben wir uns auch noch gar nicht angeschaut. Da kommen wir auch noch drauf im Laufe dieser Woche. Ansonsten haben wir hier nichts mit der 423. Also gehen wir dann da nachher auf eine Fahrplanfahrt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid um 18 Uhr wieder mit dabei. Lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Abonniert den Kanal. Ihr dürft natürlich sehr gerne auf den Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung für alle, die mich aktiv unterstützen wollen. Werdet Mitglied ab 99 Cent im Monat. Dafür bekommt ihr einen eigenen Raum im Discord und alle meine Let's Plays ab dem Moment, wo ich sie hochlade, vorab zu sehen. In dem Sinne, euch einen schönen Abend, gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.